So, hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute haben wir euch mal wieder ein paar Tools und Lifehacks. So, heute soll es mal um das Thema Schrumpfen gehen. Und Schrumpfen ist so eine Sache, wenn man hier so ganz klein wird und ganz eng wird, dann heißt es hier, das Ganze ist geschrumpft. Nee, Quatsch. Also heute geht es um das Thema Schrumpfen und da gibt es solche Schrumpfbänder. Die gibt es nicht nur für Elektroinstallationen, da habe ich sie immer so hergekannt, oder für irgendwelche Leitungen, um die zu umwandeln. Die gibt es auch für andere Anwendungen und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern an unser Projekt Wasserturm. Und zwar kamen da zwei Stützen noch dazu, die wir eindichten mussten in unserem Metalldach. Und die haben wir dann eingefalzt. Das war einmal so eine Kabeldurchführung und einmal eine Verwahrung für eine Antenne. Und die haben wir erstmal abgedichtet mit einem Aluminium-Reparaturband. Und dann die eigentliche Abdichtung, die haben wir dann mit einem Schrumpfband von der Firma Mask hergestellt. Und es hat sich prima anschweißen lassen, das Ganze mit Heißluft. Hat so einen integrierten Kleber, der dann auch austritt beim Schweißvorgang. Und ja, jetzt ist das Ganze dann auch dauerhaft dicht. Das hat uns dann auch auf die Idee gebracht, sowas auch mal im Internet zu schauen, ob es solche Schrumpfbänder auch in unterschiedlichen Größen gibt. Und dann haben wir tatsächlich gefunden, dass es da jede Menge unterschiedliche Bänder gibt und auch Farben. Und wir dachten dann gleich, sowas wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, mal unsere Werkzeuge aufzuhübschen. Ich schreibe euch die Links mal von den Schrumpfbändern in die Videobeschreibung. Ja, mir hat das dann gleich so viel Spaß gemacht. Ich habe dann gleich das nächste Band bestellt und es war dann jetzt so leicht gummiert und konnte auch runtergeschrumpft werden von 2 cm auf 1 cm. Und ja, jetzt sind die Griffe von den Werkzeugen bei uns hier so leicht gummiert. Hat man wieder so einen besseren Grip und ich finde das eigentlich jetzt eine ganz nette Sache und das hat mir so viel Spaß gemacht und habe ich gleich ein paar Werkzeuge damit ummantelt und einen neuen Griff hergestellt. Ja, ihr habt euch gewünscht, dass es nochmal einen kleinen Baustellen-Vlog gibt. Wir haben ja eine kleine Abstimmung gemacht in den letzten News, in den letzten Spengler TV News. Und ihr habt euch entschieden für den Baustellen-Vlog. Ja, wir haben auch echt die Kamera schon lange nicht mehr draußen auf der Baustelle dabei gehabt. Das haben wir jetzt getan. Also wir haben jetzt ein paar Szenen wieder gesammelt, ein bisschen Material haben wir schon wieder, das wir euch zeigen können. Und ganz am Ende vom Video gibt es eine kleine Vorschau, könnt ihr dranbleiben und dann wird es eine kleine Vorschau auf das nächste Video geben. Es wird auch noch außer diesem Video jetzt noch ein Video vor Ostern geben und dann haben wir 3 Wochen Osterpause, also da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ja, und dann noch diese Sache mit dem Artikel 13 und der Ankündigung bei den letzten Spengler TV News. Nochmal ein kleines Update hierzu. Also es wird ganz normal weitergehen mit Spengler TV und wir bleiben auf jeden Fall dran. Versuchen natürlich auch, dass wir in Kontakt bleiben mit euch und dass wir über Facebook, Instagram
und YouTube unsere Videos zeigen und unsere Postings machen. Also wir bleiben nach wie vor dran. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie von der Bildfläche verschwinden und wir haben ja genügend Kanäle, wo wir auch aktuell dabei sind. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal auf Facebook zu schauen oder auf Instagram und ich verlinke euch hier alles mal unten unter das Video. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende vom Video und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal hier auf YouTube und ich muss noch ein bisschen aufräumen. Wünsche euch alles Gute. Meisterbook für Spengler TV. Hi, guten Morgen. Na, ist kalt da oben. Nee, aber wackelig. Wackelig. Ja. Sind wir immerhin in 12 Meter Höhe. So, wir sind ganz schön knapp unterm Dach und unten kommt das Balkongelände, deswegen muss er jetzt ein bisschen. Oh.